Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter an diesem Sonntag. Eine winterliche Nacht bzw. ein winterlicher Morgen in großen Teilen von Nordrhein-Westfalen liegt hinter uns. Es hat zum Teil kräftig geschneit. Wir schauen mal auf die Schneehöhen von heute Morgen 7 Uhr. So gab es zum Beispiel im Essener Süden 13 cm Neuschnee, am Düsseldorfer Flughafen 9, Lüdenscheid liegen momentan 8 und selbst in Köln und Bonn hat es für Neuschnee heute Morgen gereicht. Ein bisschen außen vor, ja, war der äußerste Norden von NRW. So hat es auch bei mir in Münster nur für Regen bzw. etwas Schneeregen gereicht. Ich möchte euch dafür jetzt nochmal unsere Live-Wetteranalyse ans Herz legen. Das ist jetzt ein Beispiel von heute Morgen. Da könnt ihr immer schauen, blaue Schnee, grün Regen, wie es momentan bei euch aussieht. Das Ganze packe ich euch mal in die Infokarten. Nun, wir schauen jetzt schon mal auf die nächste Woche, schauen auf den morgigen Montag. Jetzt wird es so sein, dass in der kommenden Nacht sich schon das nächste kleine Randtief bemerkbar macht, nämlich im Südwesten. Das Tief liegt so über dem Ärmelkanal und löst so von der Eifel über Rheinland-Pfalz bis nach Baden-Württemberg einen neuen Schneefall aus. Und der wird sich dann morgen auf den Südwesten ausbreiten, also so von Rheinland-Pfalz bis auch dann zum bayerischen Alpenrand. Da wird es doch häufiger mal schneien, vor allen Dingen dann am Alpenrand, im Allgäu und auch im Stau des Schwarzwalds auch durchaus mal kräftiger. Ganz unten, ihr seht das auch an den Temperaturen Richtung Oberrhein, ist eventuell dann auch mal Regen oder Schneeregen dabei. Ansonsten gibt es im Osten und Norden noch ein paar einzelne Schauer in Form von Schnee, Schneeregen, ganz im Norden auch mal Regen, wird aber nicht allzu viel sein und vor allen Dingen so von Thüringen über Mittel- und Nordhessen bis nach NRW, bis ins Münsterland, Niederrhein, bleibt es wahrscheinlich morgen auch weitgehend trocken bei zeitweiligen Auflockerungen. Ja, die Höchsttemperaturen weiterhin so im Bergland, leichter Dauerfrost, ansonsten geht es dann mal hoch in Richtung Westen und Nordwesten auch bis zu plus 4 Grad. Gucken wir dann auf die Aussichten auf den Dienstag und Mittwoch. Ja, es geht unbeständig, ja, und winterlich nasskalt weiter. In der Nacht zum Dienstag werden wahrscheinlich mit so einem Trog von Norden her weitere schauerartige Niederschläge ausgelöst. Die können Dienstag früh eventuell auch noch mal bis ganz runter im Norden als Schnee fallen. Also hier eventuell auch sogar noch mal eine weiße Überraschung. Und diese schauerartigen Niederschläge kommen dann im Laufe des Dienstags weiter in Richtung Süden und Südosten voran. Und dann gibt es vor allen Dingen weiterhin in den Nordstaulagen der Mittelgebirge alles, was so oberhalb 200, 300, 400 Meter liegt, auch noch ein bisschen Neuschnee. In den tiefen Lagen ist es dann halt teilweise auch mal Schneeregen oder ganz im Norden auch Regen. Weiterhin leichte Plusgrade, sodass hier der Schnee wahrscheinlich nicht überdauern kann. Aber dann auch so in Richtung Südosten Bayerns, auch da im Böhmerwald auch zum Teil mal kräftigere Schneefall. Weniger wahrscheinlich im Südwesten, sodass es hier gebietsweise auch mal trocken bleibt. Gucken wir dann auf den Mittwoch. Ja, da gibt es weitere Schnee- und Schneeregenschauer. Weiterhin haben wir es wahrscheinlich mit dieser nördlichen Anströmung zu tun. Ist noch ein bisschen unsicher, was wie genau passiert, aber es deutet sich halt weiter an, dass es dann halt für die nördlichen Mittelgebirge und auch für den Südosten Bayerns für weiteren Schnee reicht. Sonst mal Schnee oder Schneeregen dabei. Vielleicht auch mal im Norden auch mal länger trocken und gebietsweise Sonne. Temperaturen weiterhin so oberhalb 300, 400, 500 Meter leichter Dauerfrost. Hier bleibt der Schnee liegen. Im Flachland ist es dann eher die nasskalte Geschichte. Ja, gucken wir noch mal ein Stück weiter, gucken wir mal auf die mögliche Lage am nächsten Donnerstag. Ist noch etwas unsicher, aber das ist der Stand nach dem aktuellen ECMWF zumindest. Ich habe euch mal eine Karte vorbereitet. Links seht ihr das signifikante Wetter. Schnee ist blau oder blau ist Schnee und grün ist der Regen. Und auf der rechten Seite seht ihr die Temperaturen. Und ihr seht, dass die mildere Luft wahrscheinlich, zumindest nach dem Stand des ECMWFs, weiter von Westen hereindrückt. Dagegen hält die kältere Luft von Osten dagegen, sodass wir eventuell eine Luftmassengrenze mitten über Deutschland haben, an der es dann zu länger anhaltenden Niederschlägen kommen kann. Auf der kalten Seite dann eher so der Schneefall nach Südwesten hin oder auf der milderen Südwestseite eher der Regen. Das Ganze noch sehr, sehr unsicher, sind noch ein bisschen ungelegte Eier, aber das deutet zumindest an, dass das Wetter auch in der zweiten Wochenhälfte durchaus Spannungspotenzial hat. Wir werden natürlich hier mit den YouTube-Videos auf dem Laufenden halten, beziehungsweise auch über Social Media die ganze Lage im Blick behalten. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag, genießt den Schnee, sofern er denn bei euch da ist, und macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao.